helping. Thank you. Manchmal ist es eine einfache Geste, die gut tut. Fremde, die Tornado-Opfer in den Arm nehmen. Nashville erlebt eine Welle der Hilfsbereitschaft. Hunderte, Tausende haben sich auf den Weg gemacht, um mit anzupacken, Schutt wegzuräumen oder Proviant zu verteilen. Es ist überwältigend, sagt diese Frau. Die Menschen sollen wissen, dass sie nicht allein sind. Und ihre Tochter meint, wir wollen helfen, damit sich die Leute besser fühlen. Der Tornado war mit mehr als 250 Kilometern pro Stunde über die Stadt hinweggefegt. Die Vorwarnung für die Bewohner kam viel zu spät. Hunderte Gebäude wurden dem Erdboden gleichgemacht. Unzählige Familien stehen vor den Trümmern ihrer Existenz. US-Präsident Trump verspricht vor Ort Geld für den Wiederaufbau und zeigt sich beeindruckt vom unbändigen Willen der Betroffenen. Teilweise haben sie schon damit begonnen, ihre Häuser wieder aufzubauen. Ich bin gerade über die Region geflogen, eine gewaltige Zerstörung, aber man kann überall die ersten Arbeiten sehen. Und das mit Hilfe vieler Freiwilliger auch aus anderen Bundesstaaten. Hilfe, die gut tut, auch wenn die Trauer über den Verlust weiter unglaublich schmerzhaft ist.